In der organischen Chemie ist es sinnvoll, mit Strukturformeln zu arbeiten und nicht so sehr mit Summenformeln. Das Problem der Summenformeln ist nämlich, dass man zu sehr vielen Summenformeln oder sogar zu der Mehrzahl der Summenformeln mehrere Moleküle zeichnen könnte, die diese Summenformeln erfüllen. Aber diese Stoffe sind eben an sich verschieden. Man spricht in diesem Zusammenhang von Isomerie, das heißt gleiche Summenformeln, aber andere Moleküldarstellung, und wir wollen uns einmal mit der Isomerie bei Alkanen befassen und beschäftigen. Und ich will zunächst einmal diese Darstellung hier zeigen, denn sie zeigt die Arten von Isomerie, die in der organischen Chemie vorkommen können. Es gibt die Konstitutionsisomerie und die Stereoisomerie. Also Konstitution hat etwas mit der Anordnung von Substituenten oder von den Ketten zu tun in einem Molekül, und die Stereoisomerie bezieht sich auf die Anordnung im Raum. Und bei Alkanen ist es so, dass es drei Arten der Isomerie gibt: die Stellungsisomerie, die Kettenisomerie und die Konformationsisomerie. Und beginnen möchte ich mit der Kettenisomerie, denn diese Art der Isomerie ist, glaube ich, diejenige, die man meistens als erstes bespricht. Was ist denn überhaupt die Kettenisomerie? Also, man könnte Folgendes sagen: bei gleicher Summenformel unterscheiden sich die Stoffe in der Verknüpfung ihrer Atome bzw. Atomgruppen. Das ist erst einmal eine ganz allgemeine Definition für die Konstitutionsisomerie. Das würde auch so auf die anderen Isomerieformen, die hierunter fallen, zutreffen. Aber das Besondere bei der Kettenisomerie ist, dass bei ihr unterschiedliche Verzweigungen vorliegen, und zwar Verzweigungen der C-Atome untereinander. Vielleicht klingt das jetzt noch ein bisschen kompliziert. Wir können ja mal ein Beispiel durchspielen, und zwar ist die Aufgabe, die Strukturformel des Alkans zu zeichnen, dass die Summenformel C6H14 besitzt. Ja, jetzt wenn man an diese Aufgabe rangeht und man liest erstmal Alkan C6, dann denkt man natürlich an das Hexan. Zumindest hoffe ich das, dass man natürlich an das Hexan denkt. 6 C-Atome in Reihe, 14 Wasserstoffe noch drangefügt, das passt. Das ist das sogenannte Hexan, gerne auch mal hin und wieder als N-Hexan bezeichnet. N wird dann immer gebraucht, wenn es also hier um diesen reinen, dieses reine Alkan hier handelt, um die reine Kette. Aber es genügt vollkommen, wenn wir Hexan zu diesem Stoff sagen. Jetzt kann man aber vielleicht noch mal ein bisschen rumspielen und sich überlegen, gibt es denn auch noch andere Anordnungen? Und nicht wundern, jetzt habe ich es nämlich handschriftlich gemacht, denn mit meinem Zeichenprogramm für die Stoffe war das nicht so schön darstellbar, also habe ich das mit der Hand gemacht. Also wir haben hier oben das Hexan, und wenn wir jetzt ein bisschen rumprobieren, ich habe hier mal die H-Atome weggemacht, damit das nicht so verwirrend aussieht, dann kommt man plötzlich auf diesen Stoff hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 C-Atome, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 H-Atome. Und nanu? C6H14, das ist auch die Summenformel dieses Alkans hier unten. Und damit sehen wir, was das Problem ist, wenn man einfach nur C6H14 hinschreibt. Es gibt schon mal mindestens zwei Stoffe, zwei Alkane, auf die diese Summenformel zutrifft. Das hier ist im Übrigen das 2-Methylpentan, und weil dieses C-Atom hier an Stelle 2 steht, spricht man vom Isohexan auch hin und wieder. So, und wenn man jetzt ein bisschen weiter probiert, dann ist, glaube ich, der nächste Schritt gar nicht so schwer. Man könnte ja diese Methylgruppe einfach hier an Stelle 3 setzen. Ja, dann hat man 3-Methylpentan. Damit hat man noch einen weiteren Stoff gefunden, auf den C6H14 zutrifft. Den hier noch eins weiter zu setzen, bringt nichts Neues, denn ich hatte das im Video zur Nomenklatur erwähnt. Man muss ja dann die Kette so nummerieren, dass diese Zahl hier möglichst klein wird. Und wenn wir dieses C-Atom hier dran setzen, dann ist die Nummerierung nicht mehr von rechts nach links, sondern von links nach rechts. Wenn man hier von links nach rechts geht oder rechts nach links, ist das egal, man kommt immer auf 3. Und wenn man noch weiter probiert, gibt es noch zwei weitere Isomere, nämlich 2,3-Dimethylbutan und 2,2-Dimethylbutan. Das bezeichnet man dann als Neohexan, hin und wieder. Nur, dass ihr diesen Begriff auch mal gesehen habt. Das heißt, wir sehen also, bei Alkanen gibt es also gerne mal Konstitutionsisomere, und hier sieht man, wie viele die ersten 10 Alkane haben. Methan, Ethan und Propan haben keine Konstitutionsisomere,
Da ist keine alternative Verzweigung möglich, aber ab dem Butan geht's los. Das hat schon zwei Konstitutionsisomere. Pentan hat 3 und Hexan, das haben wir eben zusammengestellt, hat 5. Heptan hat 9, Oktan 18, Nonan 35 und Dekan 75. Also es wird dann sehr, sehr groß. Und ja, je weiter man geht, desto mehr Konstitutionsisomere gibt es dann auch, logischerweise. Und wenn ihr das ein bisschen üben wollt, könnt ihr ja zum Beispiel mal das Heptan nehmen und alle 9 Konstitutionsisomere aufzeichnen. So, das heißt, die Kettenisomerie haben wir besprochen. Jetzt gehen wir mal weiter zur Stellungsisomerie. Die Stellungsisomerie kann man wie folgt definieren. Bei gleicher Summenformel unterscheidet sich die Stellung der funktionellen Gruppe. Zum Beispiel dieses Molekül hier, 1-Chlorpropan, 3C-Atome, 7H-Atome, 1-Chloratom, also C3H7Cl. 2-Chlorpropan hat aber auch die Summenformel C3H7Cl. Und wir sehen aber einen doch gravierenden Unterschied. Diese funktionelle Gruppe, dieses Chloratom, hängt nicht an Position 1 hier unten dran, sondern an Position 2. In diesem Fall spricht man also von Stellungsisomerie. Und das kommt eben dann vor, hier zum Beispiel bei Halogenalkanen. Bei reinen Alkanen nicht, denn dann sind ja alle Substituenten hier H-Atome. Insofern ist dann diese Art der Isomerie nur möglich, wenn irgendwo nicht ein Wasserstoff dranhängt, sondern wie in diesem Fall ein Halogen, das Chlor. Ja, man könnte eigentlich sagen, alles Chlor, aber das ist nur ein Wortspiel am Rande. Jetzt kommen wir noch zur Konformationsisomerie. Das ist hier eine Isomerie, die in den Bereich der Stereoisomerie fällt. Und wir schauen mal an, was das jetzt bedeutet. Und zwar kann man Konformationsisomerie wie folgt definieren. Bei gleicher Summenformel entsteht durch die freie Drehbarkeit der C-C-Achse eine unterschiedliche Anordnung der H-Atome oder Substituenten zueinander. Das mag jetzt vielleicht auch nochmal wieder komplizierter klingen, als es hoffentlich am Ende ist. Deswegen gehen wir mal der Reihe nach durch. Und wir schauen uns nochmal kurz an, wie sieht eigentlich so ein, ja, die räumliche Struktur eines Alkans aus. Und das hatte ich beim zweiten Video dieser Videoreihe besprochen, nämlich bei der Hybridisierung des Kohlenstoffs. In diesem Fall haben wir hier 4 sp3-Orbitale und damit räumlich gesehen einen Tetraeder. Da hatte ich schon mal gesagt, naja, die Darstellung ist vielleicht nicht ganz so klar. Ich hatte das auch nochmal selbst aufgezeichnet. Hier sieht man die sp3-Orbitale und diese bilden so im Grunde räumlich gesehen einen Tetraeder. Der Bindungswinkel zwischen diesen sp3-Orbitalen beträgt, wie man es hier sehen kann, 109,5 Grad. Die Orbitale stoßen sich so weit wie möglich ab. So, und wenn wir zum Beispiel mal Methan anschauen, dann hängen jetzt also hier an diesen sp3-Orbitalen, an diesen Spitzen und Ecken des Tetraeders jeweils die H-Atome dran und wir haben eine SSP3-Sigma-Bindung. Das sozusagen als kleine Wiederholung. Und wenn wir jetzt aber mal nicht das Methan nehmen, sondern zum Beispiel das Ethan, dann haben wir ja 2 Kohlenstoffatome, die nacheinander stehen. Das heißt, hier zum Beispiel an dieser Stelle würde jetzt ein sp3-Orbital hinzukommen und die Bindung zum zweiten C-Atom markieren. Und dann können diese H-Atome, und zwar die am ersten Kohlenstoff und die am zweiten Kohlenstoff, verschiedene Positionen einnehmen. Und wie gesagt, diese Bindung hier, die sp3-Bindung mit zum Beispiel einem weiteren sp3, bedeutet freie Drehbarkeit. Dieser Kohlenstoff hier kann sich frei um diese Achse drehen und das heißt, diese H-Atome können zueinander zum Beispiel so wie hier im Grunde verdeckt zueinander stehen. Dann spricht man von ekliptisch und sie können aber auch im Grunde so stehen, wie wir es hier sehen, weitestmöglich voneinander entfernt. Dann spricht man von einer gestaffelten Anordnung. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wenn jetzt statt eines H-Atoms hier eine Methylgruppe dranhängt und beim anderen auch eine Methylgruppe dranhängt, also wenn wir zum Beispiel hier ein Butanmolekül haben, dann gibt es nicht nur ekliptisch und gestaffelt in 2 Varianten, sondern es gibt innerhalb der gestaffelten Variante noch 2 Untergruppen, Anti, wenn sich die Methylgruppen ganz gegenüberstehen. Anti ist ja griechisch und heißt gegen. Und dann gibt es noch gauche für diesen Fall, dass sie nebeneinander sind. Diese beiden Fälle gibt es dann noch untergestaffelt.
Das sind dann also die drei Isomeriearten für Alkane und hier noch ein kleiner Ausflug zu den Zykloalkanen. Wenn wir zum Beispiel das Zyklohexan nehmen, dann kann dieses hier ganz viele verschiedene räumliche Anordnungen haben, vom Sessel hin über diese Twistform zur sogenannten Wannenform. Dieses ja, breite, dicke hier soll also räumlich gesehen das vorne bezeichnen, dieses schwach gezeichnete soll hinten heißen. Und deswegen gibt es hier zwei verschiedene Halbsessel-Darstellungen, zwei verschiedene Twist-Darstellungen und zwei verschiedene Sessel-Darstellungen. Das aber nur mal als kleiner Zusatz. In der Regel, wenn man jetzt wieder schulisch denkt, ist das hier schon das ja, höchste der Gefühle. Das ist schon sehr detailliert und wichtig sind vor allen Dingen, wenn man mal schulisch denkt, diese Form der Isomerie, aber vor allen Dingen diese hier, dass man also diese Form der Isomerie auch gut kennt, dass man also auch zum Beispiel in einer Aufgabe die Konstitutionsisomere des Pentans, des Hexans und des Heptans zeichnen kann. Gut, das soll es also zur Isomerie bei Alkanen gewesen sein. Im nächsten Teil dieser Videoreihe soll es dann um den Begriff des primären, sekundären, tertiären und quartären Kohlenstoffatoms gehen. Also eine kurze Erläuterung, was das ist. Und der Link zu diesem Video befindet sich unten in der Beschreibung.